So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y. Yay, das muss jetzt sein. Das muss auf jeden Fall sein, meine lieben Freunde. So, was hast du zu sagen? Oh, ich habe gar nichts zu sagen. Ach so, und du? Oh, ich habe noch weniger zu sagen. Ach so, dann setzen wir uns einfach mal hin. Das haut... Warte. Komm, setz dich. Und? Das war so witzig, das hat mich grad vom Hocker gehauen. Okay, ich hab's versaut. Ist ja auch egal. Duftbeutel. Hey, willst du damit sagen, dass wir stinken? Das ist genauso wie... Manche Pokémon sahen nicht Süßes. Andere sind Freunde intensiver Düfte und Aromen. Tja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Das ist wie wenn ihr jemandem Shampoo oder so schenkt. Passt bloß auf mit euren Geschenken, weil wenn jemand ein Shampoo schenkt, kann man das entweder so verstehen, ja, also es schenkt keiner irgendjemandem Shampoo, das schon nicht. Aber so irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine Bodylotion oder so, da könnte man das schnell falsch verstehen als, ey, dusch dich mal, du Pisser oder so. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht immer Shampoo schenken, sondern lieber mal, weiß nicht. Weiß nicht, was könnte man jemandem schenken? Boxershorts? Ne. Weiß nicht, eine Wäscheleine? Um die Boxershorts aufhängen zu können? Sowas! Seid mal kreativ, nicht immer die gleichen Geschenke. Nicht immer so, oh, ich schenke dir einen Geschenkegutschein, damit kannst du dir kaufen, was du willst. Nein, nicht kaufen, was er will. Schenkt ihm einfach. Schenkt ihm einfach, ich weiß nicht, schenkt ihm, einen Rock. Und wenn er keinen Rock mag, ist doch scheißegal, schenkt ihm trotzdem einen Rock. Was kümmert's euch, ob er's mag oder nicht, oder ob sie's mag oder nicht. Oh, oh, willkommen, immer schön reinspaziert. Na, das nenne ich aber perfektes Timing. Du bist unser 10.001. Kunde. Wärst du Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrrad geschenkt bekommen. Da du nur ganz knapp an diesem tollen Gewinn vorbeigeschrammt bist, bekommst du eine zweite Chance. Wenn du folgende Quizfrage richtig beantwortest, hättest du doch noch ein Fahrrad. Also, hier kommt die Frage. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Natürlich nicht. Das soll also deine Antwort sein. Es gibt also keine Fahrräder in unterschiedlichen Farben. Aber sicher. Was? Aber, nein, er wollte falsch antworten. Das ist ein Pisser, Mann, sorry. Das ist nicht böse gemeint, aber ich wollte falsch beantworten. Wollen wir gelb oder grün? Wir sind noch grün hinter den Ohren, also nehmen wir grün. So. Ja, jetzt haben wir Fahrrad. Yay! Wir haben Fahrrad. Ich kann mit meinen Skills nicht gleichzeitig Fahrrad fahren. Und ich kann gar nicht Fahrrad fahren. Ach, schade. Schade, schade, Schokolade. So, komm. Nee, ich wollte eigentlich... Nein, das wollte ich auch... Ach, ich hab übrigens von Grabbit. Gerade, wieso heißt es Grabbit? Haben wir es nicht Skoppel genannt? Aber Skoppel ist ja nicht unser Spitzname. Idiot. Hä? Was mache ich? Nee, ich wollte eigentlich registrieren. Hier so. Sodele. Supidupi. Ach, cool. Yay! Schaut doch. Oh, wow. Wir sind die coolsten. Wir sind die coolsten. Wenn wir cruisen, wenn wir. Aber wir können sogar Kreise fahren. Ein Kreis im Kornfeld. Eigentlich heißt es ein Bett im Kornfeld, aber egal. Komm, wir machen Kreis und dann meinen alle, hier wäre ein UFO gelandet. Yay! Es macht Spaß. Yay! Wieso ist das Licht an? Es ist nicht mal dunkel, junger Mann. So, hoch da. Hoch da! Hoch da! Ich dachte, er hat denn. Hast du nicht gesagt, mit dem Fahrrad komme ich da hoch? Was hat er gesagt? Nee. Beim Fahrradrennen mag ich vielleicht wegen. Okay, wie komme ich denn sonst da hoch? Ich dachte irgendwie mit dem Fahrrad. Okay, egal. Was gibt's hier Feines? Ein Fels, in dem wir zertrümmern wollen. Ich werde aber jetzt erstmal vom Fahrrad absteigen.
Daher erst einmal würde ich sagen, den Radar benutzen will, um die ganzen Items hier zu finden. Wäre das nicht praktisch? Praraktisch? War ich hier schon drin? 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 Hier war ich schon drin. Hier war ich. Wieso habt ihr mir nicht gesagt, dass ich hier drin war? Ihr könntet ruhig mal so sagen, hey Fokker, du warst da schon mal drin. Und dann sage ich so, ja, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich hätte es auch selbst gewusst. Du voll Döden. Was will der? Er will einen Liebeskuss und dafür gibt er mir einen Stalus. Guck, 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 guck. Nee, der ist doch nicht verrückt. Würde ich jetzt auf jeden Fall machen, wenn ich einen Liebeskuss hätte. Wir hätten uns vorhin eins fangen können. Aber nun gut, habe ich halt keins. Warte. Ah, schade. Ich dachte, es klappt. Schade, schade, Schokolade. Ja, laber mich voll. Ist schon okay. Was? Ja, ganz bestimmt gebe ich die Trinkgeld. Sonst noch was? Sonst noch Wünsche? Irgendwie, weiß nicht, dass ich dir ein Fahrrad schenke. Obwohl du die Frage falsch beantwortest. Alter, sind voll Töten. Okay, ich drehe, glaube ich, ziemlich sehr am Rad. Tut mir leid dafür. Ich schäme mich. Ich verbeuge mich vor euch, denn ihr seid meine ehrfürchtigen Diener. Ne, Moment, ich bin euer ehrfürchtiger Diener. Ja! Gib mir eine Massage, gib meinem Schwert eine Massage. Sehr gut, so die Massage. Das Zutrauen ist gestiegen. Eine Massage, bla bla bla. Ach so. Also wenn ihr Massagen macht, dann wird, dann hat euch euer Pokémon lieber als sonst. Das heißt, wenn ihr ihm keine Massagen macht, dann wird es irgendwann böse und greift euch an. Ist so. Ey, ist so. Ihr müsst nur zwischen den Zeilen lesen. Ich kann gar nicht lesen. Nee, du kannst gar nicht lesen, Fokker. Kann ich dir vielleicht ein leichtes Ratespiel begeistern? Ja, gut, dann fangen wir an. Mit welcher der drei Bärensorten heilt man für gewöhnlich verwirrt? Ja, das weiß ich. Ich muss nur kurz mal nachdenken. Ich denke nur mal ganz kurz nach. Nee, was? Nein, ich habe nicht mein Handy hier. Nein, ich gehe nicht mit dem Handy ins Internet. Und schau mir da die Liste an mit den Bären. Nein, ich denke nur nach. Ernsthaft, ich denke nur nach. Und jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Nein, ich bin jetzt gar nicht... Nein, ich bin jetzt nicht auf einer Seite. Und ich ärgere mich jetzt überhaupt nicht, dass da bei dieser Bärenliste nicht sofort steht, welcher das tut. Nein. Moment. Persimbeere, wo ist die? Ja, die Persimbeere. Moment, ich muss ganz kurz überlegen. Was, die Persimbeere? Ich weiß, dass man die Persimbeere in Diamant auf der Route 208, 218 in Trostu und Weinburg findet. Ah, was war ihr Effekt nochmal? Wie war ihr Effekt doch gleich nochmal? Hallo, ernsthaft, wo steht der Effekt? In der Kürze. Was ist das für eine scheiß Seite? Hier steht nicht mal der Effekt der Bäre. Ja, denk mir am Arsch. So, hier auf die Seite. Ich denke noch immer nach. Ich denke noch immer nach. Ich denke nach. Bären. Okay. Halt, Brandbäre. Was sind das für Bären? Was? Ich suche hier den halben Part nach Bären. Existiert. Ey, wieso steht hier nirgends? Hier! Ja. Die Persimbeere heilt Verwirrung. Bingo! Damit liegst du goldrichtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Die Attackangebrei erhöht ja bekanntlich den Angriffswert des Ziels, aber welches der folgenden Statusprobleme bekommt es da? Na, es schläft natürlich. Das wusste ich jetzt. Ohne Google. Ach, danke. Danke. Ja, super. Für das habe ich jetzt irgendwie so ewig nachgedacht. Ich habe nicht gegoogelt. Nein, nachgedacht.
Für eine Bäre denke ich so lange nach. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Jetzt mal ernsthaft, Leute, geht das? Nein, das geht doch gar nicht. Okay. Kommen wir wieder mal auf den Boden der Tatsachen. Das geht aber gar nicht. Wollte ich nur mal sagen. So. Eine Flasche für... Eine Flasche... Bier? Oder was? Ich mag kein Bier. Gib mir mal eine Flasche, was auch immer das ist. Sprudel. Danke für den Sprudel. Danke, danke, danke. Ist ja nicht so, als ob ich bezahlt hätte. Nein, 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 nein. Yeah, eine neue Boutique. So. Welcher Stil passt wohl besser zu mir? Weiblich elegant oder doch eher jugendlich flott? Oder schlampig? Ich würde sagen schlampig. Nee, Spaß beiseite. Hallo, ich habe ein Beret, kann ich dir helfen? Ich weiß, wie man kauft. Lass mich in Ruhe. Hier, Punker. Oh nein, meine Batterie lässt nach. Okay, wir müssen den Part irgendwann mal zum Ende führen. Gut, anstatt uns jetzt hier irgendwie alles einzeln anzuschauen, gehen wir gleich in die Kabine rein. Nein, du darfst mir nicht zuschauen beim Umziehen. Okay, hier. Ist die cool? Nein. 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 Nee. Nee. Okay. Wo ist er? Hat, gibt's hier auch irgendwas Schönes? Ah, neue Schuhe! Komm, ne. Okay. Nee. Turnschuhe? Sneaker, die sind eigentlich ganz cool. Oder? Red ich mal. Ja, die Sneaker sind ganz cool. Bringen nicht, sind für die Wanderschaft nicht so ganz cool, aber. Eine rote Tasche. Hm. Nee, meine gefällt mir ganz gut. Sonnenbrille. Nein. Okay. Nein, nein, nein. Nein, ich will sie nicht verlassen. Ich will mich umziehen. So. Wir haben mir neue Sneakers gekauft. Ist doch auch ganz schön. Yay. Wui. Turn around, around, around. Nee, das liegt ging anders. Aber keine Ahnung, wie das Lied ging. Yay. Wie gefallen dir meine neuen coolen Schuhe? Schon ziemlich teuer, ne? 3200 Poké-Dollar für Schuhe? Nein, ich schau nie wieder vorbei. Das einzige Tolle, was sie hat, waren die Schuhe. Yeah, 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 ich hab Schuhe, ich hab Schuhe. Hast du Schuhe? Hast du Schuhe? Geil, hast du Eis? Na, Hauptsache, du suchst einen Vergleich, der sich reimt. So. Supertrank. Supertrank. Trunks. Komm auf Trunks. Einfach von Trunks auf Trunks gekommen bin. Was ist denn hier? Sieht mir aus wie eine Bibliothek. Ist es eine Bibliothek? Ist eine Bibliothek, oder? Ich wusste das von. Ne, es ist keine Bibliothek. Schade. Herzlich willkommen im Hotel Reliable. Danke. Danke, 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 danke. Hololox. Logo. Aber Hololox. Hast du keine Hololox? Ich hatte keine Hololox. So, Schlafrede, danke, meine Batterie neigt sich dem Ende, aber, ja, schlaf halt eine Runde. Schon okay. Also Schlafrede funktioniert so, dass wenn man schläft, greift man halt an. Und mit Erholung, das funktioniert so, man heilt vollständig die KP wieder auf, aber dann schläft man dafür zwei Ründchen. Mit diesen Bündchen. So, mal schauen, ob hier wieder Mr. Miteinander oben sein Unwesen treibt. Der kleine Schlängel. Fatumknoten. Ich kann mich genau erinnern bei Pokémon Soul Silver, als ich den Fatumknoten gefunden habe. Ich so, was ist das denn? Fatumknoten? Und Fatum. Hallo. Hallo, Mr. Sonderbar. Wie ging das Lied von KZ nochmal? Mr. Sonderbar. Aber er ist nicht Mr. Sonderbar, sondern er ist Mr. Miteinander. Und miteinander ist man besser als gegeneinander. Und man reiht sich die Genitalien aneinander. Oder man taucht ineinander.
und streitet sie dann noch. Weil keiner verhütet hat. Trauriges Leben, trauriges Leben. But true story, bro. True story, bro. Nur solltest du. Was willst du? Gäste, die ihre Pokémon Herr zeigen wollen, lieben unser Café. Wirst auch du uns bären, aber bedenke bitte, dass der Preis je nach Sitzplatz variiert. Ja komm, mach mir mal. Wo möchtest du denn sitzen? Theke, so wie so ein Ziffer. Also nee, nicht Ziffer, sondern so ein Bargänger oder am Tisch. Wir sitzen natürlich auf der Terrasse. Uns ist nichts zu teuer für einen schönen Kaffee. Hallo Garçon, die Spezialität unseres Kaffees. Der Spezialsaft. Lass es dir schmecken. Möchtest du Trinkgeld geben? Ja, komm, du warst ganz nett. Wie viel möchtest du? 1000er, komm. Wir sind großzügig. Man sollte immer mindestens 10% Trinkgeld geben. Es gab bis jetzt nur einen einzigen Fall in meinem Leben, in dem ich kein Trinkgeld gegeben habe, seitdem ich so mehr oder weniger mein eigenes Geld so ein bisschen habe. Als ich natürlich auf Geld von Eltern angewiesen bin, war, da konnte ich natürlich nicht jedes Mal Trinkgeld geben, das ist auch irgendwie klar. Und wenn ihr kein Geld habt, dann müsst ihr auch nicht mega viel Trinkgeld geben, aber so ein bisschen ist immer gut. Tut euch nicht weh, tut nein. Ja. Nirgends, Mann. Ich habe doch gerade vorhin bezahlt. Hallo, was ist das für ein Dreckscafé? Man muss schon dafür zahlen, dass man irgendwo sich hinsetzen kann. Also, so geht das ja nicht. Hey, du, was sagst du? Okay, nichts Interessantes. Okay, die Batterieleistung lässt nach. Ist das schon eine Trainerin? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir beenden den Part. Was würdet ihr sagen? Nö, macht den Part viel länger mit Facecam und mit Schrittcam und mit Zeigefingercam und mit Dosenfutter. Dings. Ich hab keine Ahnung, was ich sagen will. Auf jeden Fall, warte. Yay. Man sieht's nicht. Da, man sieht's. Yay. Bin ich der Beste? Gut, genug ausgetobt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüdelü.